Bei einem Zugunglück in den USA sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Angaben der Bezirksregierung war der Passagierzug mit 139 Fahrgästen im Bundesstaat South Carolina aus noch unbekannter Ursache mit einem Güterzug zusammengestoßen. Dem Sender NBC zufolge war der Zug von New York nach Miami in Florida unterwegs. Mehr als 70 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Verletzungen reichten von kleinen Kratzern und Prellungen bis hin zu schweren Knochenbrüchen, so ein Behördensprecher.